Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario. Wo war ich stehen geblieben? Ach egal, ich stehe jetzt aber nochmal vor. Das kann nicht wahr sein! Nein, nein, nein! Erklär mir das nochmal! Langsam! Eure Verderbtheit, ich versuche euch nur zu erklären, dass Tower Blubber von Mario besiegt wurde. Das ist seltsam, weil du mir gesagt hast, dass ihr unbesiegbar ist! Wie kann man jemanden besiegen, der unverwundbar ist? Hey, seht ihr Peach im Hintergrund? Ich schon. Oh Gott, meine Stimme krass. Verdammter Mario. Wenn er rausgefunden hat, wie man Tower Blubber, Achso, er hat das Geheimnis rausgefunden, dass Tower Blubber weniger unverwundbar machte. Und dann hat er ihn platt gemacht. Oh, ich hasse Mario, wirklich. Eure Verderbtheit. Wir müssen uns schnell etwas anderes einfallen lassen. Und zwar ganz schnell. Mario, müsste jetzt nun zu Shy Guys Spielzeugbox gehen. Danke. Ja, wir sollten etwas vorbereiten, wenn er dort auftaucht. Ich möchte nicht, ich bin nicht befriedigt, einfach nur ihn platt gemacht zu haben. Was wir brauchen, ist herauszufinden, was sein Schwachpunkt ist und ihn dann eliminieren. Yeah! Kimmy Cooper, du musst raus, was Mario hasst und... Für die Liebe von... Was zum Teufel? Was macht die Prinzessin hier? Was ist los mit diesen bescheuerten Wächtern? Nein, Moment mal. Das ist eine gute Time. Das ist ein gutes Timing, meine kleine meine kleine boshafte Prinzessin, ich nenne es einfach mal so. Wir waren gerade überlegen, wie wir rausfinden können, was Mario Schwachpunkt ist. So, Prinzessin, was wisst ihr über seine Schwachstelle? Und wer lügt mich an? Was davon hasst Mario meist? Nun, wir könnten jetzt sagen, was wir hassen. Ich will aber die schwereren Gegner nehmen, denn die bringen ein paar Sternpunkte ein. Also tue ich absichtlich gegen die schweren Gegner kämpfen. Ich verstehe, sehr exzellent. Ist das noch etwas, was er hasst? Ja, er hasst Hammerbrüder. Gut, gut. Und was denn mit diesen Dingern? Was hast du davon am meisten? Kupatrouillen, geil, die bringen viele Punkte. Oh, ausgezeichnet. Danke, Prinzessin. Kimmy Cooper, mach sicher, dass Mario das nicht ausweichen kann, was er hasst. Wir machen ihn sicher platt. Hast du alles verstanden, Kimmy Cooper? Los, beweg dich! Ich bin jetzt sicher, ob wir Prinzessin wirklich vertrauen können über Marios Schwachpunkte. Aber ich vertraue euch, König. Natürlich wirst du das. Meine Taktiken sind brillant. Sie sind pure Kunst. So, Kimmy Cooper. Lass Prinzess Peach zu ihrem Raum zurückbringen, und zwar sofort. Endlich werden wir vom Ende von Mario Kenntnis gesetzt. Wächter, aufgepasst! Bring Prinzessin Peach zurück in ihren Raum. Sofort! Yes, ma'am. Oh no, not again! Oh, scheiße. Au. Mir mal nicht selbst, übersetzen mir auf Deutsch, dann kriege ich weniger Hiebe ab. Und dann muss ich mal wieder nach der Aufnahmezeit gucken, weil ich wieder nicht aufgepasst habe. Egal, wir sind uns ein Entautor. Schön wieder dich zu sehen, Mario. Ich wusste, du kannst es schaffen. Ich weiß nicht, wie ich dir danken kann. Ich glaube, es war die richtige Entscheidung, dass wir dich um Hilfe gebeten haben. Du bist ein großer Mann. Nun, dass ich frei bin, werde ich dir helfen. Jetzt kommt eine meiner Lieblingsfähigkeiten. Marios Sternenergie steigt auf 3. Mario kann nun den Sternensturm benutzen, eine neue Sternenkraft. Mit Sternensturm kannst du alle Feinde angreifen. Nun, Mario, ich habe ein paar schlechte Neuigkeiten. Leider ist Bowsers Lebenskraft immer stärker und stärker, je länger wir brauchen. Solange ihm der Sternenstab Kraft gibt. Wir sind nicht sicher, ob er es gemerkt hat. Aber es ist keine Frage, dass er noch stärker ist, als er dich das erste Mal besiegt hat. Wir werden noch vorsichtiger in den kommenden Prüfungen sein müssen. Es tut mir leid, dass ich wieder gehen muss, aber ich muss zurück zum Sternhafen. Die anderen Sterngeister warten auf mich. Oh, und wenn du kannst... Bitte, verrat niemanden, dass ich mich verlaufen habe. Danke, Mario. Tschüss. Bye, bye. Na Leute, und anstatt, dass wir durch diesen schwulen Wald wieder gehen, nee, wir machen es ganz einfach. Wir benutzen einfach die Teleportationsröhre und ich glaube, wir müssen uns aufladen. Nein, cool, wir sind geheilt. Yay, cool. Gefällt mir. Und ich habe vorhin leider den B-Knopf statt den A-Knopf gedrückt, das heißt, das Spiel hat nicht gespeichert. Das heißt, ich muss das speichern. Das werde ich auch jetzt tun und ich werde es nicht rausschneiden, weil es eigentlich nur 3 Sekunden dauert, aber scheiß auf Vorsicht, speichern. Dankeschön, so. Und jetzt ab in die Kanalisation, wo wir hingehören. So, ich sprung...
Hilfe und so, das haben wir alles. Ja, passt gut. Dann ab zurück nach Toadtown, wo jetzt gerade die Hölle los sein sollte. Ups, da ist ein Loch, da drehe ich nicht rein. Ihr hört seine Musik? Ich mag die Musik eigentlich. Oh, oh, oh nein! Meine Lieblingsbratpfanne! Ihr seht diese kleinen knuffigen Shy Guys stehen den Leuten Gegenstände, die sie besitzen. So, ich muss kurz überlegen. Hey, hey, du verdammter Mistkerl, gib mir meinen Taschenrechner zurück. Oh, hör auf zu flunzeln. So, um euch kümmere ich mich zuerst, weil ihr geht mir auf die Nerven. Was zum Teufel geht denn hier? Hallo, hörst du mal auf, du Scheißteil. Bosch. Oh, nein, Leute, Schnitt. Hey, Leute, ich bin's wieder hier so. Ich dachte mir so, wenn ich jetzt schon mal grad Zeit hab. Oh, das ist okay. Zum Kampf! Ich dachte mir, ich fordere jetzt mal endlich den Meister raus. Der hat ja insgesamt 3 Formen. Und ich dachte mir, hey, fordere ich ihn doch einfach mal raus, um zu sehen, ob ich ihn denn schaffen würde. Das sollte möglich sein. Ich probier's aber mit einer Jump- und Shell-Shot-Kombination. Richtet genug Schaden, und zumal hat er jetzt schon 11 Schaden. Und Bombs. Bombs. Shellshot. Oh. Das sind 21. Penner! Was fällt dir ein? Das hat 22 Schaden. Das sind 28. Ja, jetzt muss ich mich heilen. Killt er mich im nächsten Zug, der hat 10, der zieht 6 Leben ab. Dup, 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 dup. Excellent. Oh, ich hasse dich. Ich hätte nachschauen sollen, ob ich den Orden trage. Tja, blöd. Egal, ich verbrauche jetzt erstmal wieder ein paar Punkte. Und ich habe vergessen mitzuzählen, wie viel Schaden der genommen hat. Ach, egal, schaffe ich schon. Refresh. Ich hätte den Kampf vielleicht vorher mal trainieren sollen, um zu sehen, wie ich es am besten anstelle, aber ich kriege einfach das Aktionskommando nicht geteilt. Okay, wieder voll. Greift mich wieder an. Oh, wieso schaffe ich das denn nicht abzuwehren? Arschloch. Wegen dem Scheißlack hätte ich gerade eben beinahe daneben geschossen. So. Und nochmal heilen. Und ich dachte mal, diese Sterntechnik sei nutzlos. Dabei rettet sie mich schon wieder. Oh, jetzt greift sie mich wieder an. Ey, sag mal, du gehst ja deinem Scheiß-Fressenhauer-Ding echt auf den Sack. Ich weiß ja nicht, wie lange der noch lebt. Ach, den packe ich jetzt. Los, komm. Jawohl, ich hab's geschafft. That's how it's done. Yay! Wir hatten die 3D Card. Das nächste Mal, wenn ich gegen den Meister kämpfe, wird aber erst später sein, denn der Kollege hat Faustdick in den Ohren. Dieses Geflunze geht mir gerade tierisch auf und sagt, oh, bloß weg hier. Thank goodness. So, ich werde noch den Eingang zum nächsten Level öffnen, nachdem ich mich kurz geheilt habe. Bis dann! So Leute, gab eine kleine Zwischenepisode, denn dieser kleine Sterngeist ist aufgetaucht. Also Twink, sie hat mir erzählt, dass Prinzessin Peach davon erfahren hat, dass sich Tobo Blow besiegt hat und total glücklich ist und bla bla. Wir haben ein Geheimnis entdeckt. Wir haben lau und schlau gelöst. So, jetzt will ich nicht mehr raus, denn das Flunzen mir sagt. Und jetzt nicht zu rein in das nächste große Abenteuer. Kapitel 4. Tests in der Spielzeugkiste. So, jetzt muss ich erstmal überlegen, wo ich eigentlich lernen muss. Also, ich muss die Items finden, die den Dorfbewohnern gestohlen wurden, damit ich weiterkomme. Also werde ich erstmal speichern und schätzungsweise die Episode für heute beenden. Also, ja, sehen wir uns, denke ich, das nächste Mal, wenn ich diese Richtung Angriff nehme. Riato, klingt sie aus. Bis dann, ciao. Ah, war natürlich nur Spaß. Zweieinhalb Minuten könnt ihr mich noch ertragen. Thank you.
Nö. Das ist perfekt. Ich wette, Mario kann... kann es kaum erwarten, dass Mario hier ankommt. Er wird so ein aufs Maul bekommen. Ah, ein Kühn Bowser und ich werden lachen. Haha, komm und hol's dir, Mario. So, wir sehen hier diese knuffigen kleinen Shy Guys und ich darf gleich mal kämpfen. So, ich weiß, wenn ich mich recht erinnere, haben diese kleinen knuffigen Viecher 7 Lebenspunkte. Also sind an sich nicht wirklich gefährlich. Aber man sollte sie auch nicht unterschätzen, denn sie besitzt einen Angriff, der wirklich Schaden austeilt. So, das war doof, ich hätte den anderen angreifen sollen. Egal, einen... Ja, das ist der Angriff. Okay, von dem ist er nicht gefährlich. Es gibt ja noch so einen kleinen Futzel, der heißt Anti-Guy. Und dieser Anti-Guy ist ein wirklicher Mighty-Guy, denn dieser Kollege kann mir mit seinem Angriff ganze 7 Schadenspunkte zufügen. Den sollte man daher nicht unterschätzen. Allerdings bewacht er auch den Power-Plus-Orden, der meine Angriffskraft um jeweils 1 steigert, wenn ich ihn denn in die Bratzen bekommen sollte. Hui. Wollte ich nachher mit Spielzeugen spielen? Hui. So. Das ist ein Fly Guy, höhtreffender Name. Hier gab es, glaube ich, einen Sternspiel zum Abgreifen, aber der ist momentan relativ kurz egal, weil ich mir die meisten Orden... Oh, dumm! Sowieso nicht hole. Ah, ja. Da oben war aber was Interessantes drin, das sollte ich mir vielleicht holen. Von daher brauche ich jetzt Power Carry. Ich brauche nicht Gym Carry, sondern Power Carry. So, jetzt flyen wir einfach mal hier rüber. Boah, dumm. Ach egal, lass ich liegen. Okay Leute, da kann man tricksen, aber das mache ich wahrscheinlich erst in der nächsten Episode, da ich keine Zeit mehr haben werde. Also würde ich sagen, ja, das war's wirklich für heute. Rio Hato, klingt sie auf. Bis zur nächsten Folge. Ciao.